Warte mal. Der da oben schreibt ja auch. Genau, der schreibt ja auch die Reime für Willkommen die Dinger. Nochmal. Ja, wenn du mal Zeit hast. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Ein? Bewegt? Krank. Was sind das für Grußkarten? Das ist Schnabel. Ja, okay. See you later. Hell yeah. Hell yeah, Schnabeltier. Okay, gut, dann frage ich ihn dann mal, ob das... Hey, Dad. Oh, das ist... Siehst Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. So. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Du hast und zwei. Ja, okay. Nicht vergisst jetzt. Dann trage ich das nochmal dem Dichter vor, wenn ich das überhaupt kann. Kann ich das? Klopf. Du schon. Ja, ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben, aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Nimm diese Wanze, aber sie zappelt noch. Mag ich gerne. So, jetzt sag ich ihm das noch, hey, dass ich Dad, das jetzt weiß. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. So. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen Sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Ich kann es kaum erwarten, sie Goal zu überreichen. Okay. Na gut, dann gehen wir in die Spelunke und geben ihr mal die Einladung, nicht wahr, Lady Goal? Was hast du denn jetzt schon wieder? Na was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Er kann was erleben. Paps? Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerennöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl! Das Grab für seine Seebestattung, dieser natürlich. Halunke. Ja, dann verschwinden wir mal hier das in die Altstadt. Ja gut, die Höhe.
mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Dem eigenen Sohn! Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Haldenbaby. Das ist nicht wahr! Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Cool, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend, wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werde ich sowas von in die Parade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Familiendrama und das Errungenschaft freigeschaltet und das das Icon sieht so klasse aus. Diese Star Wars Anspielung, erforsche deine Gefühle, ich bin nicht dein Vater. Ja, war schön. Nun, ich täte sagen, Speisekarte, es gibt Rattenbraten. Ich habe alle Schnabeltiere von der Speisekarte gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt Rattenauflauf? Das behalte ich vielleicht für mich. Nun, ich glaube nicht, mein lieber Freund. Wenn du ihr das sagst, dann, naja. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Gar nichts. Erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ja, okay, ist in Ordnung. So. Ich werde Goal schon zeigen, wer der wahre Gentleman ist. Und wenn ich diesem Verräter dafür die Fresse polieren muss. Mhm. Ich werde Goal schon zeigen, wer... Und wenn... Ja, Moment, ich rede mal mit denen. Rufus, wir wollen hier in Ruhe essen. Kannst du das nicht einfach akzeptieren? Aber du hast die Lady gehört. Rufus, wir wollen... Aber du hast... Warte mal. Lieber nicht. Es reicht schon, dass eine Goal auf diesen miesen Betrüger hereingefallen ist. Okay, hat er recht. Handstaubsauger auf... Ich will nicht, dass es misklingt. Handstaubsauger auf Seagull. Aber du hast die Lady... Das lustige Lümmeltütenlied. Nein, mit Liedern fange ich hier auch nichts an. Schnabeltier-Trapper. Mal schauen. Willkommen nochmal. See you later, okay. Ich rede mal mit dem Dichter. Vielleicht kann mir der Dichter ja... Klopf, klopf. Du schon wieder? Die Wanze kitzelt. Die Wanze kitzelt? Keine Sorge. Solange du dir das Ohr gewaschen hast, besteht auch keine Gefahr, dass sie es mit einem Wanzenklo verwechselt. Ach so. Na dann. Gut. Ich müsste mir mal dein Funkgerät ausborgen. Niemals. Ach, komm schon. Von Dichter zu Dichter. Ich bin Dichter. Du hingegen bist nicht einmal ganz dicht. Aber... Nein! Mist. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Okay, Flusen in deine Augen. Deine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Okay, dann keine Flusen in deine Augen. Mein botanisches Ja, eine Pflanze. Mist. Was mache ich denn jetzt? Apotheker, da kann ich nur noch eine Gurke kaufen. In den Hafen. In die Spelunke.
Was mache ich jetzt? Bozo ist auch noch nicht wieder da. Vor Docs Werkstatt. Nö. Goldfischglas. Selten so hässliche Fische gesehen. Gut, dass die so selten sind. Okay. Warte mal. Zuckerdose. Ich kann immer noch das Licht in der Spelunke ausmachen. Ich kann immer noch oben den Mast auf Halbmast senken. Was mir allerdings jetzt nicht sehr viel bringt. Ich versuch das mal. Auf Halbmast. Und jetzt brauche ich das lustige Lümmeltütenlied, ne? Nö. Den Rasiermesserfisch. Auch nicht. Gut, dann sauge ich das jetzt wieder dieses raus. Rätsel, ich habe keine Ahnung. Dieses Rätsel habe ich bereits gelöst. Ja, das mag sein. Warte mal, Funkgerät-Memo. Oh. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Ach so. Ah, jetzt kann ich wieder zum Dichter gehen und mir das Funkgerät holen. Crane! Crane! Was ist? Du, ich hab ja noch was gefunden. Ein letztes. Nein! Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein Funkgerät. Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Okay, jetzt gehe ich hier mal nach oben und benutze das Funkgerät mit Seagull. Okay. Ja, also so. Gut, dann gehe ich hier mal wieder nach unten. Ich dachte mir, es sieht cool aus, wenn ich da oben beim Fenster raus sehe, aber naja. Rufus, wir wollen hier ernsthaft... Aber du... Mist. Okay. Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst, wie schon damals. Das denke ich aber nicht, mein Freund. Das denke ich allerdings nicht. Hallo? Paps? Moment mal. Jetzt habe ich die Idee. Warte mal, ich werde nämlich ganz einfach Generator. Ich werde den Generator stoppen. Werde dann ein unpassendes Lied. Werde dann das lustige Lümmeltütenlied wieder zurückgeben. Werde dann das Unpassendste aussuchen und dann. Souffliert er ihm. Warte, ich muss zuerst nach unten. Das ist ein bisschen unpraktisch gehalten. Ich bleibe lieber bei meinem. Ach, so funktioniert das. Okay. Nichts. Aha. Na gut, dann... Jetzt funktioniert's ja wieder. Moment. Kann ich das jetzt hier runterbringen?
bleibe lieber bei meinem alten Jingle. Okay, gut. Not. Hi. Ah, was geht? Ich komme auf warte dich, mal. Warte mal, er will ja... Das zeige ich ihm lieber am Ende. Okay, gut, dann nicht. Wem kann ich das sonst noch geben? Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst, wie schon damals. Vielleicht machen die mir jetzt auf, aber ich habe keine Ahnung. Ich will die beiden nicht. Moment. Ja, okay. Machen nicht auf. Docks Werkstatt. Marktplatz. Ja, genau. Warte mal. Ich gehe da mal rein. Hier, ich habe ein Funkgerät. Ich kann ihn auch noch später in die... Zeig es am besten gleich Janosch. Er wird dann schon wissen, was nicht zu tun ist. Was nicht zu tun ist? Das war doch wohl hoffentlich ein Versprecher. Keineswegs. Janosch meint, dass wir dem Organon mehr Schaden zufügen können, indem wir Dinge bleiben lassen. Wir sprechen uns zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit für ihre Ziele aus. Wir beliefern sie weder mit Waffen noch mit Schmalzgebäck. Und wir schicken kein Geld an ihren Förderverein. Wow. Amtmann Argus wird toben. Okay, gut. Wer soll dem jetzt einflüstern? Glatzmatz vielleicht? Also wird Glatzmatz ihm einflüstern? Er hat eine Harke, er hat Laub, er sollte wunschlos glücklich sein. Okay, gut. Also Glatzmatz ist es auch nicht. Warte mal, vielleicht der Schnabeltiermensch. Ey, psst, du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltiergedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltierromantik oder Menschenromantik? Psst. Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu Ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh. Ah! Geht's? Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segel ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Und was steht als nächstes auf der Agenda? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich so viel klarer ohne meine rüpelhafte und blauäugige Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, 3 Goals zu daten. Und diese Information hältst du warum genau für einen adäquaten Gesprächsbeitrag? Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Lass uns lieber mit der Operation beginnen. Gib mir die Datasetten, ich gehe schon mal vor. Triff mich in Docs Labor. Jo, das machen wir. Moment mal. Sie steht auf mich.